Die Provence, ein Traum für Naturliebhaber. Die gigantische Verdon-Schlucht, der Grand Canyon von Frankreich, ist ein Eldorado für Abenteurer. Malerische Weinberge, blühende Lavendelfelder und eine einzigartige Küstenlandschaft zeichnen die Provence aus. Besonders schön ist der Nationalpark Calanque vor den Toren Marseilles. Hier tobt sich oft ein Klippenspringer aus. Der Moment vor dem Springen ist etwas Besonderes. Das Adrenalin steigt. Die Angst wird ein Teil von dir. Aix-en-Provence gehört zu den Städten mit der höchsten Lebensqualität und das spürt man mit jeder Faser. Rikscha-Fahrer Nicolas liebt seine Heimatstadt. Die Menschen hier sind besonders aufgeschlossen. Vielleicht, weil das Wetter immer gut ist. Auch im Winter. Die Provence wird auch Land der Höhlen genannt. Wir begleiten zwei Höhlenforscher bei ihrer Arbeit und entdecken unterirdische Gänge und beeindruckende Stalagmiten. Wenn du so etwas entdeckst, dann schlägt das Herz enorm. In keinem anderen Land gibt es so viele charmante Bergdörfer wie in Südfrankreich. Die Provence. Hinter dem Dorf Castellane beginnt im Departement Alpes de Haute-Provence die Verdon-Schlucht. 21 Kilometer zieht sie sich flussabwärts. Diese Schlucht zählt zu den größten Europas und wird auch der Grand Canyon von Frankreich genannt. Bonjour, je suis Stéphane, je suis la loutre des profondeurs de Provence. Stéphane und seine beiden Freundinnen sind große Wildwasserfans. Auf ihren Kajaktouren haben sie immer viel Spaß. Auf ins Wasser! Klar, das brauchst du mir nicht sagen. Ich krieg keine Luft mehr. Die drei kommen hier aus der Region. Ich fahre hier mit meinen Freunden so oft wie möglich Kajak. Besonders gerne in den Ferien, es ist großartig. Die Landschaft ist hier wirklich überwältigend. Ich komme aus dem Dorf Castellane, das ist gleich da drüben. Nicht weit von hier. Julie, Stéphane und Karim sind ein eingespieltes Team. Die Kajaktour fängt harmlos an. Doch schon nach einem Kilometer wird es ernst. Jetzt ist höchste Konzentration gefragt. Wir sind keine professionellen Kajakfahrer und fallen auch schon mal raus, wenn es anspruchsvoll wird. Das bedeutet, wir müssen uns echt anstrengen, an schwierigen Stellen enorm paddeln und unsere ganzen Kräfte einsetzen. Stéphane und seine Mädels sind echte Naturfreaks. Die drei haben sich hier beim Bergsteigen kennengelernt. Wir sind uns auf einem Berggipfel zum ersten Mal begegnet. In dieser Gegend gibt es wirklich super hohe Berge. Ich liebe es, hier zu klettern. Aber ich mag es auch, Kajak zu fahren und einfach mit meinen Freunden Zeit zu verbringen. Der Canyon von Verdon ist bis zu 700 Meter tief und so beeindruckend, dass die Umgebung hier 1997 zum Nationalpark gekrönt wurde. Das ist wirklich eine überwältigende und schöne Schlucht. Und es gibt hier schwindelerregende Felswände und Klippen. Die sind enorm hoch. Wenn man Glück hat, kann man auch Geier sehen. Diese Vogelart ist 1999 in diesem Gebiet wieder angesiedelt worden. Es gibt hier eben eine einzigartige Fauna, die geschützt werden muss. Rund 170 Kilometer fließt der Verdon quer durch die Provence und stellt die drei Abenteurer immer wieder vor neue Herausforderungen. Heute ist es sehr kompliziert, denn es gibt nicht viel Wasser. Deswegen bleiben wir mit den Kajaks manchmal an den Steinen hängen.
Wir müssen dann schauen, wie wir uns aus der Situation befreien und uns einen Weg bahnen und irgendwie die Felsen umfahren. Aber abgesehen davon ist es hier einfach ein toller Platz. Hier gibt es keine Steine, die uns blockieren. Weiter geht's. Stefan und seine zwei Freundinnen werden hier sicher noch viel mehr Abenteuer erleben. Denn die Verdun-Schlucht steckt voller Überraschungen. Avignon ist die Kulturstadt der Provence und liegt direkt an der Rhone. Mit ihrer weltberühmten Brücke, der Pont d'Avignon, und dem mächtigen Papstpalast hat die Stadt schon im Mittelalter Geschichte geschrieben. Heute vermischt sich hier Modernes mit Historischem und das macht das besondere Flair von Avignon aus. Und mitten im Herz der Stadt bringt ein charmantes Pärchen Menschen zusammen. Bonjour, nous faisons apparaître un sourire sur le visage de nos clients. Avignons Markthalle ist 120 Jahre alt. Hier geht Alexia fast jeden Morgen einkaufen. In Le Halle d'Avignon findet man noch eine typisch französische Atmosphäre. Touristen sieht man hier kaum. Dafür in Hülle und Fülle provenzalische Delikatessen. Alexia kauft hier immer bei ihrem Lieblingshändler ein. Er ist stadtbekannt für seinen Charme und verkauft das beste Gemüse aus der Region. Das ist der älteste Markt von Avignon. Dieses Wochenende findet hier sogar ein Jubiläumsfest statt. Ich kaufe hier immer frisches Gemüse für unser Restaurant ein. Daraus können wir Pistou machen. Das ist eine traditionelle provenzalische Suppe. Heute wird das 120-jährige Jubiläum der Markthalle gefeiert. Alexia hat keine Zeit dafür. Sie muss zurück in ihr Restaurant, das sie mit ihrem Mann betreibt. Die 26-Jährige ist in Avignon geboren und kennt hier jeden. Hey, bonjour. Salut. Das ist eine Stadt, die ich liebe. Ich finde sie einfach toll. Ich war mal eine Zeit lang weg, bin aber dann wiedergekommen, weil es hier so schöne alte Gebäude gibt und die Stadt gerade dabei ist, sich zu verjüngen. Es macht Spaß, hier zu arbeiten. Avignon ist eine Stadt mit Herz, wie ein Dorf, in dem man jeden kennt. Es ist wirklich angenehm, hier zu leben. Das kleine Restaurant Au Cœur d'Artichon befindet sich mitten in der Altstadt. Alexia und ihr Mann Julien haben es vor 2 Jahren gegründet. Ich habe hier Brot. Und die Karotten für die Suppe. Perfekt. Nichts vergessen? Nein, ich habe alles. Julien wollte schon immer einen Ort kreieren, an dem junge Menschen zusammenkommen können. Au Cœur d'Artichon heißt im Herzen der Artischocke und ist vor allem bei Studenten beliebt. Julien kennt viele seiner Gäste persönlich. Im Laufe der Zeit habe ich meine Stammkunden gut kennengelernt. Wir besuchen uns inzwischen gegenseitig in Avignon. Ja, letztendlich sind viele enge Freunde geworden. Inzwischen ist die hochschwangere Alexia in der Küche beschäftigt. Auf engstem Raum zaubert sie die herrlichsten Gerichte. Alles Bio und aus der Region. Sehr beliebt ist eine Spezialität aus Feigen. Alexia ist gelernte Patissiere und probiert beim Kochen gerne neue Dinge aus. Alors, c'est une figue.
Das ist eine gegrillte Feige. Und im Inneren wird sie mit einer Creme aus Ziegenkäse gefüllt. Die Creme wird noch verfeinert mit etwas Honig und gehackten Nüssen. Dann kommt noch Salz, schwarzer Pfeffer und etwas Olivenöl hinzu, das die Masse weicher macht. Zum Schluss süße Brösel, bestehend aus Rosmarin, Mais und Reismehl. Und schon wird das Gericht Figue Rôti serviert. Es ist das Leibgericht von Alexias Schwester Elena. Die süße Feige und dazu die Brösel mit dem Spekulatius-Geschmack, gemischt mit der Frische der salzigen Creme aus Ziegenkäse. Es ist die perfekte Mischung zwischen süß und salzig. Alexia und Julien wollen eine familiäre Atmosphäre schaffen. Und das kommt bei den Gästen gut an. Man schätzt sie gerade wegen ihrer offenen und herzlichen Art. Ich bin in Avignon aufgewachsen und das macht mich glücklich, in der Stadt, die ich so gut kenne und liebe, einen erfolgreichen Laden zu führen. Avignon entwickelt sich schnell und ist außergewöhnlich dynamisch. Gerade im Sommer, wenn hier das Kulturfestival stattfindet, das ist wirklich schön. Im Jahr 2000 wurde Avignon zur Kulturhauptstadt Europas gekürt. Es ist eine Stadt mit Charme. Auch Julien und Alexia wissen das zu schätzen und gönnen sich nach Feierabend manchmal ein bisschen Zeit für sich selbst. Doch damit ist es bald vorbei. Denn schon in 2 Monaten bekommen sie Nachwuchs. Ich freue mich sehr auf unser Baby. Wir haben alles organisiert im Restaurant, damit ich Zeit habe. Das wird bestimmt schön. Ende November, Anfang Dezember kommt es schon. Kurz vor Weihnachten. Das ist dann dieses Jahr unser Weihnachtsgeschenk. Türkisblaues Wasser, traumhafte Buchten. Zwischen Marseille und Cassis befindet sich an der Küste der Provence der Nationalpark Calanque. Und ein Mann hat ihn zu seinem Spielplatz auserkoren. Ein gefährlicher Spielplatz. Je m'appelle Loulou. Et je sais pourquoi les oiseaux chantent. Loulou wohnt bei Marseille. Jedes Wochenende treibt es ihn hinaus auf die höchsten Klippen. Er ist ein Adrenalin-Junkie und das seit mehr als 40 Jahren. Aus bis zu 30 Metern Höhe stürzt er sich kopfüber ins Wasser. Unter den Klippenspringern ist er ein Star. Très jeune. Schon die kleinen Kinder springen hier bei Marseille von den Klippen ins Wasser. Das hat Tradition. Es ist wie ein Spiel für die Kinder. Als ich 15 Jahre alt war, bin ich schon von 18 Metern Höhe von einer Klippe gesprungen. Meine Technik war aber nicht gut am Anfang. Ich habe mich oft verletzt. Mein Brustkorb, mein Kopf, einfach alles hat wehgetan. Aber es macht mir unglaublich viel Spaß. Deswegen habe ich weitergemacht. No risk, no fun. Für Loulou ein Lebensmotto. Die Küste der Provence erstreckt sich über 900 Kilometer. Angefangen von der italienischen Grenze bis nach Spanien. Heute nimmt uns Loulou mit zu einem seiner Sprungplätze in der Calanque. Der Nationalpark gehört zu den schönsten Orten in der Provence. Hier sehen wir eine Süßwasserquelle.
Sie wurde schon vor langer Zeit kartografiert. Schon römische Seefahrer nahmen sehr lange Umwege auf sich, um hier Süßwasser zu tanken. Es ist toll hier. Loulous Ziel, eine 22 Meter hohe Felsklippe. Risiken gibt es viele. Es ist wichtig, die Windgeschwindigkeit zu checken und zu prüfen, ob sich ein Boot oder Schwimmer im Wasser befinden. Da muss man wirklich aufpassen. Und dann muss man sich natürlich mental vorbereiten. Die Technik muss sitzen. Man muss sehr präzise sein. Denn die Klippe ist so hoch wie ein siebenstöckiges Hochhaus. Der Moment vor dem Springen ist etwas sehr Besonderes. Das Adrenalin steigt. Die Angst wird ein Teil von dir. Es ist ein bisschen wie wenn man kurz davor ist, die Bühne eines Theaterstücks zu betreten. Es ist wie Lampenfieber. Aber die Angst ist wichtig. Du musst mit ihr arbeiten. Ich liebe diesen Moment. Du bist zu 100% eins mit der Natur. Du wirst ein Teil von ihr. Ich habe großen Respekt vor der Natur. Das ist ein wirklich großartiges Gefühl. Wir werden Klippenspringer Loulou später noch bei einem höheren Sprung erleben. Denn der Adrenalin-Junkie kennt keine Grenzen. Südwestlich der Provence liegt im Département Bouches-du-Rhône die Universitätsstadt Aix-en-Provence. 30% der Bevölkerung sind hier Studenten. Savoir-vivre ist hier für die Bewohner ein Lebensmotto. Und einer kennt diese Stadt so gut wie kaum ein anderer. Bonjour, je suis Nicolas et je gagne ma vie en conduisant des tricycles. Nicolas ist Rikscha-Fahrer. Mit seinem 3 Grad fährt er täglich bis zu 25 Kilometer quer durch die Altstadt. Dabei zeigt er seinen Fahrgästen das besondere Flair von Aix-en-Provence. Ich bin in dieser Stadt groß geworden. Als ich klein war, habe ich mit meinen Freunden oft in dieser Gasse gespielt. Ich kann mir ein Leben außerhalb von Aix-en-Provence gar nicht mehr vorstellen. Die Leute sind hier besonders aufgeschlossen und nett. Vielleicht liegt das am Klima, das selbst im Winter angenehm mild ist. Für mich ist es eine Stadt, die das Herz öffnet. Und ich denke, dass ich hier mein ganzes Leben bleiben werde. Es ist eine Stadt, an der man hängt. Hallo. Können wir mitfahren? Ja, steigt ein. Der Boulevard Cour Mirabeau ist die Prachtmeile von Aix, wie man die Stadt auch nennt. Hier sammelt Nicolas die meisten Touristen auf. Dieses Pärchen kommt aus Paris und genießt die Stadtrundfahrt unter freiem Himmel. Wir sind übers Wochenende in Aix-en-Provence. Wir bleiben hier für 2 bis 3 Tage. Wir machen gerade Urlaub in der Provence. Diese Stadt ist einfach großartig. Es gibt jede Menge Dinge zu entdecken. Viele junge Menschen sind hier. Und es gibt auch tolle Bars und Restaurants. Aix-en-Provence nennt man auch die Stadt der 1000 Brunnen. Jeder Einzelne hat sein eigenes Geheimnis. Das hier ist der Brunnen Mossu. Eine Quelle mit warmem Wasser. Die Römer haben die Stadt hier gegründet, weil sie meinten, dass dieses Wasser gut ist für die Haut der verwundeten Soldaten. Passt gern mal rein. Es ist wirklich gut für die Haut. Dieses Quellwasser hat immer 18 Grad, auch im Winter. Eine Besichtigungstour durch die Innenstadt dauert eine halbe Stunde und kostet bei Nicolas 30 Euro.
In der Hochsaison hat der Franzose bis zu 9 Kunden am Tag. Damit verdient er mit dieser Rikscha täglich ungefähr 270 Euro. Hier sind wir. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Kaum ein anderer kann so viele Geschichten über Aix-en-Provence erzählen wie Nicolas. Auch über dieses alte Stadttor am Rathausplatz hat er Wissenswertes parat. Im Inneren des Turms sehen wir eine Statue. Sie stellt die jeweilige Jahreszeit dar. Jetzt sind wir im Sommer. Deswegen sehen wir eine Frau mit Getreide, die nicht so viel anhat. Im Herbst sieht man dann einen Mann mit Weintrauben. Jede Saison wechseln also die Statuen. Doch in Aix-en-Provence sind die Jahreszeiten etwas länger als woanders, weil der Mann, der die Statuen dreht, es manchmal vergisst. Auch Nicolas braucht mal eine Pause. Das Petit Bistro ist eines der ältesten Lokale in Aix-en-Provence und hat sein eigenes Flair. Es ist Nicolas Lieblingsbar. Ich komme zwischendrin gern hierher. Besonders an Tagen, die 8 Stunden oder länger dauern, ist es angenehm, hier einen Kaffee zu trinken. Einfach schön. Und schon geht es weiter. Nicolas hofft heute noch auf mindestens 4 Touren. Versteckt in den Bergen leben im Departement Var einige Aussteiger und Künstler. Weit weg von der touristischen Küste führen sie hier ein entspanntes Leben. Ich bin Yvan und ich bin vor 3 Jahren in die Provence zurückgekommen, um wieder meine Mitte zu finden. 30 Jahre lang wohnte Yvan in München. Doch dann entschied sich der gebürtige Franzose für ein neues Leben. Dieses Haus war eine Ruine. Wir sind immer mit dem Auto vorbeigefahren und ich habe das immer gesehen. Und ich dachte mir damals schon, das wäre schon schön, eines Tages so etwas hier in dieser wunderschönen, traumhaften, ruhigen Landschaft zu haben. Und dann nach insgesamt 30 Jahren der Selbstständigkeit als Goldschmied habe ich dann beschlossen, eben meine Lebensqualität deutlich zu erhöhen und hierher zu ziehen. Es ist jetzt 3 Jahre her, ja. Yvan schaffte sich hier ein kleines Paradies und gab seine Arbeit als Goldschmied in München auf. Am liebsten lebt der Künstler in den Tag hinein. Laissez-faire ist das Lebensmotto der Franzosen. Und auch Yvan macht sich keinen Stress mehr. Er ist in Frankreich geboren und hier will er auch alt werden. Yvan plant heute einen Ausflug ans Meer. Die Côte d'Azur ist 1 Autostunde von seinem Haus entfernt. Mit seinem Leben hier in der Provence hat sich der Künstler einen Lebenstraum erfüllt. Die Landschaft ist weit. Es ist ein Kompromiss zwischen Weinbergebenen und Berge. Viele Blüten, Lavendelblüten natürlich im Sommer, Oleander, alle möglichen Kräuter. Wenn man durch das Land läuft, riecht man die Kräuter förmlich. Das ist das alles, was ich liebe und die Ruhe einfach. Ja. An der Côte d'Azur macht die High Society Ferien. Am Yachthafen von Fréjus haben die Reichen und Schönen ihr eigenes Boot. Hier lebt auch Yvans Freundin Laurence. Die beiden Künstler sind erst seit kurzem ein Paar und verbringen viel Zeit zusammen. Hallo, mein Schatz. Wie geht's? Gut, und dir? Prima. Laurence kommt ursprünglich aus der Bretagne, hat aber als Malerin in der Provence ihre Erfüllung gefunden. Ich habe schon angefangen zu malen, als ich noch klein war. Später wollte ich eigentlich Kunst studieren, habe es aber nicht gemacht. Dann habe ich meine Liebe zur Malerei wiederentdeckt und lasse mich dabei von der Provence inspirieren. Malerin Laurence möchte sich auch heute von der Schönheit der Provence inspirieren lassen.
Westlich der Côte d'Azur liegt Cisfour-le-Plage. Von hier aus erreicht man mit einem Boot die Inselgruppe von Ambier. Ein Traum für jeden Naturliebhaber. Hier, diese Inselgruppen sind einfach still. Es ist kaum Tourismus da. Wir mögen das sehr gerne herkommen, weil es einfach ruhig ist, wenn man sich inspirieren will, wenn man seine Ruhe haben will. Es gibt hier Dutzende von kleinen Stränden. Man kann mit dem Boot da anlegen, den ganzen Nachmittag allein sein und schreiben, lesen, zeichnen, träumen. Die Insel Île du Gau gehört zu den schönsten hier. Yvon und Laurence haben sie längst für sich entdeckt. Hier genießt man gute Weine. Das ist ganz nah an meinem Haus, dieses Gebiet. Und das ist mit das Beste, was wir haben. À la tienne, mon amour. À la mer, qu'on voit d'entrer le long. Es gibt zwei Orte, die mich besonders inspirieren. Mein Geburtsort, die Bretagne, wo ich aufgewachsen bin. Und hier das bezaubernde Meer an der Küste der Provence. Das besonders schöne Licht, das ich hier entdecken durfte. Und diese Sandstrände, die Küsten und die kleinen Buchten. Einfach ein Traum. Ich werde hier nie wieder wegziehen. Avec les anges si purs, la mer, bergère d'azur. Gleich bei Grenzenlos. Zwei Höhlenforscher entdecken unter der Erde einen neuen Gang mit beeindruckenden Stalagmiten. Das Plateau d'Albion ist ein weites, karstiges Hochland südwestlich der Provence. Im Département Vaucluse befinden sich unterhalb der Erde bis zu 500 verschiedene Höhlen. Zum Teil werden sie noch erforscht. Bonjour, je m'appelle Jérôme. Et je suis Léonard. Nous sommes des explorateurs. Et nous passons la moitié de notre temps dans le noir. Ich bereite jetzt hier alles vor, damit wir uns gleich in dieses Loch da vorne abseilen können. Das ist gut und gerne 20 Meter tief. Gleich sind wir fertig. Dann können wir mit unserer Forschung starten. Leonard und Jérôme sind professionelle Höhlenforscher und arbeiten für den Speleologieverein ASPA. Ist bei dir alles klar? Ja, alles gut. Und dann geht es los. 20 Meter in die Tiefe. Für Speleologe Leonard gehört das Abseilen zum alltäglichen Leben. Doch jede Höhlenbegehung birgt auch Gefahren. Ein Steinschlaghelm mit festmontierter Stirnlampe ist deswegen dringend notwendig. Die beiden Höhlenforscher befinden sich hier unten in einer anderen Welt. Doch genau das gibt ihnen den Kick. Am meisten gefällt mir bei meiner Arbeit unter der Erde etwas Neues zu entdecken. Und so lange zu suchen, bis man einen neuen Höhlengang findet. Und dann versteht man, wie das alles zusammenhängt. Ich bin ständig hier unten, um neue Entdeckungen zu machen. Wie ein Schweizer Käse zieht sich diese Höhle kilometerweit durch verschiedene Gänge. Hier kann man sich schnell verirren. 3 Kilometer müssen sich Jérôme und Leonard erstmal durchkämpfen, bis sie an diese Stelle kommen, an der sie heute weiterarbeiten. Hier hat Jérôme einen neuen Höhlenbereich entdeckt. Da drinnen machen wir gleich die Topografie des neu entdeckten Höhlenraumes. Durch dieses Loch müssen sich die beiden durchzwängen, um zu dem neuen Höhlenbereich zu gelangen. Nur Jérôme kennt den Weg dorthin.
Fortbewegen kann man sich hier nur auf allen Vieren. Und es wird noch komplizierter. Hier geht der schwierige Weg los. Du musst da runterrutschen und dich links halten. Dann kommst du an die Stelle, wo man schwer durchkommt. Okay, ich versuch's. Nach 15 Minuten hat es der Höhlenforscher endlich in den neu entdeckten Bereich geschafft. Diesen Höhlenraum hat außer Jerome noch niemand gesehen. Er steckt voller Überraschungen. Sie entdecken Tropfsteine in verschiedensten Formen, die sich über Millionen von Jahren gebildet haben. Was wir hier sehen, ist wirklich bemerkenswert. Das ist ein Stalagmit, der sich eigenartig geformt hat. Er ist hier gebrochen und an der Bruchstelle haben sich neue kleine Kristalle gebildet, die hier herauswachsen. Doch jetzt heißt es erstmal ran an die Arbeit. Mit einem Lasergerät wird dieser neu entdeckte Höhlenbereich vermessen und später in die Karte der Höhle eingetragen. Noch ist der Ort nirgends verzeichnet. Für Jerome ist das Ganze sehr aufregend. Wenn man in solch einen Raum kommt, dann schlägt das Herz ganz stark. Man ist hier komplett in einer anderen Welt. Ich schwebe gerade auf einer kleinen Wolke. Es ist einfach aufregend und macht super glücklich. Noch schöner ist es, das Ganze mit anderen zu teilen. Denn es alleine zu erleben, ist nicht so wertvoll. Auf dem Weg zurück entdeckt Jerome plötzlich etwas ganz Neues. Kann man hier durchkommen? Verbirgt sich hinter diesem Loch vielleicht ein weiterer, unentdeckter Höhlenbereich? Da könnte was sein. Da kommt Luft raus. Wie Spürhunde wittern die beiden Höhlenforscher immer wieder eine neue Spur, der sie mit Begeisterung nachgehen. Ich habe hier vorhin einen kleinen Luftzug wahrgenommen. So etwas bedeutet, es könnte sich an der Stelle ein neuer Höhlenbereich verbergen. Wir gehen der Sache jetzt auf den Grund. Jerome und Leonard sind wie besessen. Sie wollen wissen, was sich hinter diesem Loch verbirgt. Doch das bedeutet harte Arbeit und kostet viel Zeit. Nach mehreren Stunden geben die beiden vorerst auf. Hier kommen sie heute nicht weiter. Wir hören jetzt hier auf, weil es schon spät ist. Man kann aber davon ausgehen, dass es dahinter einen weiteren Höhlenraum gibt. Wir werden uns morgen weiter vorarbeiten und den Gang erstmal von den Steinen befreien. Ich hoffe, dass wir dann vom gesamten Höhlennetz noch mehr entdecken. Also die Fortsetzung dieses Höhlengangs. Für Jerome und Leonard bleibt es spannend. Sie haben hier tief unter der Erde noch viel vor. Zurück zum Nationalpark Calanque an der Küste vor Marseille. Hier wird Klippenspringer Lulu heute einen noch höheren Sprung hinlegen. Ein Sprung, der nicht ganz ungefährlich ist. Heute werde ich aus 24 Metern Höhe springen. Man könnte meinen, das sei kein großer Unterschied zu den 22 Metern, aber das stimmt nicht. Durch die 2 Meter extra durchbreche ich die Wasseroberfläche viel schneller. Mit 95 km/h ist also eine große Sache heute.
Allein der Aufstieg ist hier eine echte Herausforderung. Lulu kennt die Felsen seit seiner Kindheit und kämpft sich Meter für Meter weiter nach oben. Wow. So muss es sein. Perfektes Wetter. Beste Bedingungen. Vor dem Sprung muss sich Lulu präzise vorbereiten. Mit kleinen Steinen versucht er, sein Risiko zu mindern. Ich mache das, um die Höhe besser einschätzen zu können. Durch die spiegelnde Oberfläche ist das gar nicht so einfach. Der zweite Grund, im Wasser schwimmen Fische. Wenn ich die mit 95 km/h treffe, kann ich mich schwer verletzen. So vertreibe ich sie mit kleinen Steinen. Sonst würde ich sie töten. Und das wäre ja nicht gerade nett. Meter, dreimal so hoch wie ein normales Wohnhaus. Doch für Lulu ist der Abgrund kein Hindernis. Für ihn ist er eine Einladung zum Fliegen. Grenzen überwinden, bis ans Limit gehen. Dieser Mann weiß, was das wirklich bedeutet und scheut dabei keine Gefahr. Es ist immer wieder eine neue Herausforderung für mich. Es geht immer wieder um alles. Die steilen Klippen der Calanque werden wohl nicht lange warten müssen, bis Lulu wieder fliegt. Gleich bei Grenzenlos. Bargem, eines der schönsten Bergdörfer in der Provence. Hier lebt eine geheimnisvolle Künstlerin. In kaum einem anderen Land findet man so viele malerische Bergdörfer wie in der Provence. Auf 1500 Metern liegt in der Region Var das Dorf Bargem. Der Ort wurde vor 2 Jahren als eines der schönsten Dörfer Frankreichs ausgezeichnet. In Bargem leben nur 196 Einwohner und eine spezielle Frau. Bonjour, je suis Elsa et je cueille des fleurs au cœur des pierres. In diesem Haus am Dorfrand von Bargem lebt die Bildhauerin Elsa seit 14 Jahren. Die Künstlerin arbeitet täglich in ihrer Werkstatt. Aus hartem Stein zaubert sie elegante Skulpturen. Die Bildhauerin geht förmlich in ihrer Arbeit auf. Ich bin in einer kleinen Werkstatt aufgewachsen. Mein Vater war auch Bildhauer. Es ist deswegen etwas ganz Selbstverständliches und Natürliches für mich. Ich bin Einzelgängerin und das Arbeiten mit den Steinen ist für mich wie Meditation. Mit den Blumen im Stein möchte ich Geschichten erzählen und die Menschen damit berühren. Wenn mir das gelingt, ist es das schönste Geschenk. Die Motive der Bildhauerin sind Pflanzen. Ihr Ziel ist es, dem schweren Stein damit eine Leichtigkeit zu geben. Für ihre einzigartigen Werke ist Elsa inzwischen international bekannt. Ich mag es, mit den Motiven zu spielen und sie übereinander zu schichten. Meine Motive sind immer Blätter oder Blumen. Ich finde es interessant, wie zum Beispiel bei diesem Stück, das ich gemacht habe. Auch hier habe ich die Motive übereinander geschichtet. Erst war es ein klares Bild.
Aber dann wurde das Werk immer abstrakter und die Linien haben sich irgendwann vermischt. Es ist auch für mich jedes Mal wieder eine Überraschung, was am Ende rauskommt. Manchmal ist das Ergebnis ganz nah an dem, was ich mir zuerst ausgedacht habe. Und manchmal ist es komplett anders. Goldschmied Ivan ist mit Elsa befreundet. Die Künstlerszene in der Provence kennt sich gut. Ivan lebt nur 20 Kilometer von Bargem entfernt. Ça va? Oui, Ivan. Comment ça va? Ouais, très bien. Très bien. Drei. Magst du eine kurze Pause machen? Ich habe eine Flasche Wein dabei. Gute Idee. Bonne Idee. Okay? Ja, lass uns los. Einsam fühlt sich Elsa nicht in diesem verschlafenen Dorf. Gerade die Ruhe fördert ihre Kreativität. Bargem ist ein sehr, sehr schönes Dorf. Ich kenne es schon lange und habe mich sofort verliebt. Für mich ist es ein großes Glück, hier zu leben, weil es einzigartig ist. Die Umgebung hier ist unglaublich schön mit einer traumhaften Natur. Und ich kann mich hier als Künstlerin zurückziehen. Leistungsdruck und Stress kennen Ivan und Elsa nicht. Und das macht das Leben in der Provence so schön. Vor allem die Künstler, die hier leben, sind sehr viele Maler, Bildhauer, Musiker, die im Hinterland leben, eben weg vom Trubel der Küste. Hier bin ich frei, wenn ich Lust habe, nichts zu tun, spazieren zu gehen, dann kann ich das machen. Die Ruhe erzeugt die Inspiration.